Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier auf dem Kanal und wir schauen uns Sweet Transit an. Das ist vor kurzem in den Early Access gegangen auf Steam und das ist so eine Mischung aus Factorio, Transport Tycoon und ja, auch ein bisschen Rollercoaster Tycoon und ihr werdet dann später sehen, warum das so ist. Und es hat einen netten Soundcheck. Ich werde den mal an der Stelle anmachen. Man kann ihn Gott sei Dank hier im Menü ein- und ausmachen. Das ist eine nette Musik. So, wir machen jetzt hier mal ein neues Spiel. Ich habe das Tutorial schon gespielt. Und sagen hier mal, neue Welt. Und dann haben wir hier diesen Kartengenerator. Ich werde mal das Wasser hier mal ein bisschen reduzieren. Und auch die Berge. Machen wir das mal so. Ein bisschen durchmischen hier. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Nehmen wir mal doch diese Karte da. Sagen, generieren. Der Clou in dem ganzen Spiel ist, dass wir quasi nur ein Transportmittel haben und das ist die Eisenbahn. Wir müssen quasi ein Dorf oder zwei bauen und das natürlich dann versorgen und das Schienennetz wird dann halt immer komplexer. Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit OpenTTT. So, man kann hier recht weit rauszoomen. Dann hat man hier diese Ansicht, dann sieht man auch, wo die ganzen Industrien und so weiter sind. Da hinten ganz viel Kohle. Ich weiß nicht, was das ist. Eisenerz oder so. Aber wir brauchen am Anfang auf jeden Fall Kohle. Das heißt, wir werden mal nicht so weit weg von dem bauen. Aber das allererste, was wir jetzt hier mal bauen müssen, ist quasi die zentrale Lagerhalle. Da müssen wir alle Waren hinbringen und dann können wir mit den Waren dann auch arbeiten. Und das zentrale Warenlager würde ich sagen... Was ist denn das hier? Das ist ein Berg. Okay. Das würde ich mal sagen, bauen wir mal... Fahren wir mal hier hin. So, da haben wir das Baumenü. Lagerhalle. Und das Mini-Tutorial da, das kann man ein- und ausschalten. Ich lasse jetzt mal an. So, die Lagerhalle verwahrt Baumaterialien für Bauarbeiten und Wartungen. Vergewissere dich, dass Güter und zukünftige Bauprojekte hier hinten gelagert werden müssen. Lagerhallen werden idealerweise auf großen Freiflächen ohne Berge oder Wasser gebaut. Sonst könnte es schwierig werden, deine hart verdienten Materialien nach Hause zu bringen. Okay. Tun wir das mal rotieren und bauen das mal hier so hin. Das ist unsere zentrale Lagerhalle. Als nächstes müssen wir das Dorfgemeinschaftshaus bauen. Das ist quasi das Zentrum. Hier drin dürfen wir es nicht bauen. Und jetzt gehen wir hier mal raus. Jetzt kann ich gar nicht zoomen. Weil von da müssen wir dann die Waren zum Dorf unter anderem bringen. Und ich würde sagen, das Dorf... Bauen wir mal hier rein. Ein bisschen Anschluss zum Wasser. Das brauchen wir für den Fischer. Mal schauen. Ich würde sagen mal so. So, Arbeiter benötigen für ihre Arbeit in Arbeitsfreizeit einen Ort zum Rasten. Das Dorf benötigt Wohnstätten, die Arbeiter beherbergen und ihnen ein Leben außerhalb der Arbeit bieten. Wenn du Arbeiter und Güter zur Verfügung stellst, verbessert das nicht nur das Leben deiner Einwohner, sondern zieht auch neue an. Ja, ist irgendwie klar. Und das sollen wir umbenennen. Das ist jetzt Neu-Zürich. So, wir klicken dann das Zentrum hier an. Und dann werden wir jetzt erstmal Wohnhäuser bauen. Ich würde sagen, mach mal eins frei. Machen wir es mal so. Es sind 8 Häuser. 16. 24. Dann natürlich mit einem Weg verbinden. So vom Bauen hat es ein bisschen eine Mischung auch zu Anor. Ist ganz ähnlich. Sieht auch so ähnlich aus von den Gebäuden her. So. Jetzt brauchen wir dann natürlich hier Wasser. Das heißt, wir bauen hier einen Wasserturm. Und der hat eine bestimmte Reichweite. Das sehen wir jetzt hier mit dem blauen. Ich glaube, ich werde das mal den hier so bauen. Und werde jetzt noch kein Wasser hier oben. Machen wir das mal so hin. Na, das war jetzt ein dummer Entscheid. Wir machen das hier so. Und dann hier unten. Okay.
Einige Güter können nur in Dörfern oder Städten mit Hilfe von Produktionsstätten produziert werden. Zum Beispiel, der Fischereihafen produziert Fisch. Hungrige Personen werden in der Nähe des Fischerhafens wohnen wollen, was dir mehr Steuern für weitere Bauarbeiten einbringt. Aber, ja. So, der Fischer, ist der hier oben, muss natürlich am Wasser platziert werden. Einer reicht für den Anfang und alle Industrien brauchen ein Lagerhaus. Das bauen wir hier ganz in die Nähe hin. Dann haben wir es hier nicht weit. Und natürlich mit der Straße wieder verbinden. Das heißt, ich werde jetzt aber hier mal von da fahren. So, maximal 5 Industrien kann das kleine Lagerhaus. Und dann müssen wir halt noch eins bauen. So. Erreichen eine Einwohnerzahl von 400. Die Gebäude kosten halt Holz. Wir haben noch 60. Ja, dann bauen wir halt hier noch ein bisschen was. Also als erstes mache ich, möchte hier mit der Straße hier einmal um das Zentrum rum. So, dann bauen wir jetzt hier ein paar. Ah, okay. Das reicht schon wieder nicht. 60. Gut, das wäre dann das Maximale. Machen wir noch Wasser hier hinten. Machen wir das mal so. Temporär. So. Das nächste, was wir tun werden, ist die Kohleproduktion starten. Und mehr können wir jetzt hier nicht bauen. Und nach der Kohle kommt dann das Holz. Das heißt, das ist ein ganz guter Spot, weil da hat es recht viel Kohle auf einmal. Wir bauen unseren ersten Bahnhof. Und hier gibt es Blueprints. Also man kann den Bahnhof natürlich auch selber bauen. Komplett. Mit allem, was dazukommt. Aber ich nutze jetzt hier mein Blueprint. Und ich würde sagen, es reicht erstmal ein einfacher Bahnhof mit 2 Gleisen. Ja, hier so. So, dann brauchen wir hier noch ein Verteilerzentrum. Mit dem Verteilerzentrum können wir beim Bahnhof Straßen bauen und mehrere Industrien anschließen. Also es wäre eigentlich optional, wenn wir es nur mit einer Industrie machen, aber wir bauen das jetzt mal hier hin. Da so direkt daneben. Ah, shit, wir haben kein Holz für das. Okay, das kommt dann später. Dann bauen wir das aber mit der Kohle hier mal. Ah, Kohlebergwerk. Um ein Bahnnetz an Zügen aufrechtzuerhalten, ist eine Menge an Treibstoff nötig. Baue Kohlebergwerke bei einer Kohleablagerung, um Kohle aus, für Treibstoff zu sammeln. Bringe Kohle in Lagerhallen zu Dörfern, damit deine Züge aufgetankt werden können. Züge werden am Bahnhof mit Treibstoff automatisch aufgetankt. Ja, das ist noch so ein Clou in dem Spiel. Also man muss dann Kohle zu den Bahnhöfen bringen, damit die Züge aufgetankt werden quasi. So, wir bauen das jetzt hier hin. Und wir brauchen dann jetzt noch so Kohlelager. Die werden jetzt gerade so bauen, dass die direkt mit dem Bahnhof verbunden sind. Sonst geht es nicht auch verbunden. Objekte, die du freigeschaltet hast, können ausgeblendet werden. Ja, ist okay. So, da. Dann braucht man noch einen großen Bahnhof hier bei der Lagerhalle. So. Da werde ich jetzt mal einen großen nutzen. Wie gesagt, hier kommt dann alles mal zusammen. Wo ist der gut? Das ist der große Bahnhof. Es sind eigentlich 2 Bahnhöfe nebeneinander, aber ist jetzt egal. Und dann sagen wir hier, das ist Lagerhalle 2. Cool. Die Signale schauen in welche Richtung? Achso, hier, so ist Ausfahren. Okay. Ja dann. Ziehen wir mal die Gleise. Mal, dass die Richtung passt. Sehr gut. Und zieht das hier einmal so runter. Ich würde sagen, wir fahren so. Hier so rein. Dann haben wir die Verbindung. Und dann müssen wir von da einmal in die Stadt und auch wieder retour zur Kohle. Also wir machen jetzt hier mal eine Gerade. Und dann fahren wir hier einmal weg zur Kohle.
Ja, ich denke, so sieht das ganz anständig aus. Dann hätten wir schon mal den Loop hier. Und dann brauchen wir hier noch ein Zugdepot, wo wir die ganzen Züge rausschicken. Und auch warten werden. Ich werde das mal hier hinten bauen. Mit der maximalen Länge, was ich momentan machen kann. Da 100 Ziegel. Das ist ein wunderschönes Depot jetzt. Müssen wir natürlich auch anschließen. Ich würde sagen, das machen wir. Ich hab's gerade idealerweise getroffen. Sehr gut. Dann unsere City. Die Gebäude müssen in der Nähe vom Bahnhof sein. Also, da reicht jetzt erstmal ein einfacher Bahnhof. Ja, so. Bei dem Bahnhof, da hat es jetzt schon 4 Treibstofflager. Da werden wir noch ein paar hinzufügen. Der Zug kann einen Bahnhof nutzen, solange dieser mindestens 2 Schienen parallel zu sich besitzt. Allerdings können Wagen, die keinen Bahnsteig auf beiden Seiten haben, den Bahnhof nicht benutzen. Du kannst den Bahnhof erweitern, indem du Bahnsteige und Brücken baust. So wie da. Also, erweitern ist nie so ein Thema. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Kohlelager gebaut. Das heißt, wenn man dann hier Kohle hinbringt und der Zug fährt hier rein, dann wird er dann auch automatisch betankt, wenn man es möchte. Und er kann halt Kohle fassen. Um es mal konkret richtig zu sagen. Also, eine Verbindung zur Stadt. Machen wir hier mal so. Ja, können da eigentlich gerade weiterfahren. So, direkt den Anschluss. Und dann von da wieder Retour. So, dann haben wir hier schon zweigleisig. So, und hier wird es jetzt speziell. Wir müssen einerseits, ja, wir müssen hier zum Kohle-Ding drüber. Brücke kostet Holz. Das heißt, wir werden hier einmal so drüber fahren und dann da rein. Es gibt jetzt da natürlich Signale und die müssen wir auf jeden Fall setzen. Also die Verbindung passt. Das heißt, das wären jetzt mal hier diese Signale. Alles klar. Wir setzen einmal hier eins. Hier eins. Dann sieht man auch hier immer den Blockbereich. Das ist doch ganz praktisch. Und dann gibt es hier noch quasi dieses Kettensignal. Das wird erst dann auf grün gehen, wenn sichergestellt ist, dass der Zug quasi den nächsten Block sauber verlassen kann. Sprich, wenn ich jetzt hier sage, machen wir hier mal ganz normale Signale hin. Das ist hier noch so eins. Das ist jetzt ja hier ein Block. Und würde ich jetzt hier normale Signale hinmachen und der Block wäre jetzt hier belegt, könnte der Zug jetzt hier reinfahren oder beziehungsweise von da hier so vor dem Signal stehen und blockiert dann den Weg hier. Und jetzt ist es die Regelung quasi so, dass das hier grün wird, wenn der Zug in den nächsten Block hier reinfahren kann oder in den Fahrtrichtung in den. Da muss man ein bisschen aufpassen, welches Signal man wo nutzt, damit man hier keinen Stau kriegt. Ansonsten, die Strecke werden wir jetzt hier aufteilen. Wenn wir hier links gedrückt halten, dann können wir hier gerade Signale in einer gewissen Distanz platzieren. Dann können wir hier mehr rausschicken. Und hier am Bahnhof machen wir hier das Signal auch intelligent. Oh, habe ich es jetzt falsch gemacht, das Signal hier? Oder ist das aus dem Template? Oh, ich habe es falsch gemacht. So, und dann normale Signale hier hin. Um den Block quasi abzugrenzen hier. Und natürlich auch Ausfahrsignale. Und hier machen wir dann auch wieder eins hin für die Strecken hier nach unten. Cool. Und das ist jetzt auch wieder intelligent. Also das ist quasi ein intelligentes Signal. Es lässt hier keinen Zug rein, wenn er hier nicht weiterfahren kann. Also ein Gleis muss frei sein. So. Das heißt, bis hier unten haben wir die Signale. Das ist in Ordnung. Die Signale sind auch hier in der richtigen Richtung. Hier braucht es eigentlich nur ein Block sein und auch hier. Ach,
werfen wir jetzt wieder ein paar Blöcke hin. Und das gleiche wieder auf der Retourstrecke. Machen wir mal so. So. Hier braucht es auch noch Signale. Ein intelligentes hier. Und hier noch die Ausfahrsignale. Damit der Block hier wieder getrennt ist. So, dann hätten wir unsere erste Bahnstrecke. Und jetzt ist mal Zeit für den ersten Zug. So, wir sagen hier, wobei, warte mal, bevor wir hier einen Zug bauen, brauchen wir natürlich hier noch Routen. Das können wir hier oben machen. Und sagen jetzt einerseits von, was ist der Bahnhof 0 hier oben? Das tun wir jetzt mal umbenennen. Sagen wir mal hier Kohlebergwerk 1. Das heißt, vom Kohlebergwerk soll er einladen, bis er fertig ist. Gibt hier noch unterschiedliche Bedingungen, was man hier sagen kann. Und das bringst du dann bitte zur Lagerhalle 1. Und dann machst du das gleiche wieder von vorne. Sprich, wir haben dann, wenn Züge hier reinfahren, sowieso schon mal Kohle. Muss ja dann quasi betankt werden. Und dann hier unten, nachdem wir sie hier hinliefern. Das nennen wir jetzt Kohlezug 1. Und ich meinte, wir brauchen auch Kohle in Zürich. Ja. Dann können wir ihn dann gerade weiter nach Zürich fahren lassen. Wo ist jetzt das hoch? Ah, da ist die Route. Da, neue Zürich. Ausladen. Cool. Da sieht man jetzt auch die Strecke, wie er fahren würde. Das passt. Und die Kohlemine, die kann jetzt so noch nicht arbeiten. Denn wenn wir jetzt hier drauf gehen, die braucht Arbeiter. Also brauchen wir einen Personenzug von Zürich nach da, der die Arbeiter hinbringt. Das heißt, das wird jetzt die zweite Route sein. Wir gehen hier auf Plus. Und sagen, das ist der Personenzug 1. Personenzug 1. So, du fährst von Neu-Zürich 1. Zum Kohlebergwerk. Da, Arbeiterwechsel. Cool. Södele. Dann können wir jetzt unseren Zug zusammenbasteln. Wir haben momentan nur eine Lokomotive. Das werden dann noch mehr. Das ist jetzt die ST10. Wir nehmen die einmal rein. Natürlich einen Tender. Und jetzt machen wir einen Personenzug. Sagen wir mal. Also 40 braucht man da oben. Machen wir erstmal 80. Nehmen wir mal 2. Und nennen das Personenzug klein. So, das ist dann quasi unsere Vorlage und die können wir dann immer wieder nutzen oder anpassen. So. Dann machen wir eine neue Vorlage. Und das sagen wir jetzt Kohlezug. Auch wieder die ST10. Kohletender. Und nehmen den Gondelwagen, der kann Kohle und hat, was kann der? 50. Das wären dann 2, das wären 100, 200. Depot ist zu kurz. Nehmen wir den mal weg, der kann ruhig länger sein. 250. Bauen. Da schickt man vielleicht gerade mal 2 auf die Strecke, dann jetzt reicht erst mal einer. So, da, wir sagen, du bist Personenzug und du bist Kohlezug. Farben lassen sich natürlich anpassen und sagen, einsetzen. Kannst du da schon mal losdüsen? Ne, mit dem können wir jetzt quasi mitfahren. Nice. Und da sitzt ja gerade den Füllstand, der wird natürlich immer weniger. Das heißt, die Kohleproduktion muss jetzt dringend starten. Sonst werden die extrem langsam. So. Sehr gut. Schauen wir mal, wie es unserer kleinen Stadt hier geht. Die beschweren sich jetzt natürlich, dass sie noch nicht zur Arbeit gehen können. Das wird sich gleich ändern. Und hier sehen wir,
Wir haben 200 ausgeruhte Arbeiter und 40, die arbeiten. Und dann werden da hier nochmal Arbeiter dazukommen, die sich ausruhen. Weil wir bringen, also die gehen ja arbeiten, fahren dann mit dem Zug wieder retour und tun sich hier ausruhen und sind für uns nicht verfügbar. Das heißt, wenn wir jetzt noch eine weite Industrie anschließen, müssen wir das im Auge haben, dass wir genügend Arbeiter haben. Weil die natürlich nicht alle zeitgleich arbeiten können. Das ist wirklich nur cool gemacht. Und da kommt ja der Personenzug. Mal schauen, ob er schon Leute mitnimmt. Ja, es ist jetzt genau hinter meinem Avatar. Da zeigt er jetzt da unten an, dass jetzt die Leute reingehen. Und er wartet, bis das voll ist. Da ist jetzt, wie es jetzt gerade verändert. Die gehen jetzt alle zur Arbeit mit und sind reserviert. Und weg ist er. Was ist denn so ein Kohlezug? Ach, der ist schon. Ach, der hat schon eine Tour gemacht. Er ist aber natürlich dann nicht beladen, weil hier keine Arbeiter drin sind. Aber ändert sich bald. Und so, Entschuldigung. In der Ansicht sieht man dann auch die Züge in der entsprechenden Linienfarbe und hat so ein bisschen eine bessere Übersicht. Und das wird dann halt nur massiv in den ganzen Ressourcen. Jetzt haben wir das mal hier schnell vorlaufen lassen. So, die Arbeiter sind angekommen. Sehen wir jetzt hier, 40 und 40. Und haben jetzt eine Produktion von 60 in der Minute. Und wenn wir dann noch Holz haben, dann werden wir dann hier schauen, dass wir hier gerade noch mehr Minen bauen. Und jetzt kommt es auch schon. Wir sollen Holz produzieren. Bei der Lok ist jetzt da vorhin, hat der Treibstoff fast ausgegangen. Aber jetzt, nachdem wir jetzt hier wieder Kohle haben, konnte er wieder auftanken. So, Holzproduktion. Die Frage, wo wir die jetzt machen. Die könnten wir... Ja, wo machen wir die jetzt schlauerweise? Die könnten wir eigentlich hier irgendwo machen. Da so mittig. Was, wir bauen hier nochmal einen Bahnhof. So einen mittelgroßen. Dreimal drehen. Das sind natürlich alle in dem Format hier. Ja, bauen wir es einfach mal. So, bei dem Bahnhof. Gehen wir hier an die Hauptindustrien. Sägewerk. Braucht da wieder 40 Arbeiter. So. Machen wir hier mit einem Abstand. Und dann braucht sie hier quasi noch den Forstbereich. Den ziehen wir jetzt hier mal natürlich. Perfekt. Und Holzlager. Das... Ich muss jetzt hier eins reinbauen, damit es verbunden ist. So, nochmal umbauen. Haben wir jetzt 8. Das heißt, wir haben ein Lager von 1000. Und das müssen wir jetzt noch irgendwie schlau anschließen. Heißt von hier ist er weg. Wir sind eine Branchline jetzt hier. Und dann wieder zurück auf die Hauptstrecke. Oh ja, muss man gerade mal so reinfahren. Wieder Signale. Noch hier. Schlaues Signal hier. Dann hier noch, würde ich mal sagen, so. Okay. Das gleiche noch hier. So, und dann fährt der dann hier in die Lagerhalle und macht dann hier den Weg wieder retour. Theoretisch könnte man sagen, wir machen hier irgendwie eine Abkürzung. Dass er hier nicht über die Kohlemine fahren muss. Was Sinn machen wird. Aber bei. Lass mir mal die volle Tour fahren. So. Brauchen wir hier im Dorf Holz? Ich glaube nicht. Nee, brauchen wir nicht. Das muss jetzt nur ins Lagerhaus erstmal kommen.
Also neue Route. Sagen wir hier mal Holz zu Lagerhaus. Siddele. Das ist der Bahnhof 4 da oben. Okay, den müssen wir noch umbenennen. Und fährst in Lagerhalle 1 rein. Und dann fährt er dann da oben wieder retour. So. Holzfällerlager. Das schreibt man zusammen. Holzfällerlager. So. Dann brauchen wir einen Zug für das Ganze. Zugdepot. Sagen wir hier mal Holzzug. Holzzug. ST10. Kohletender. Und ein Flachwagen. Alles, was gerade geht. Ja, so da. Entfernen. Hier ist rechts oben ist übrigens unser Geld, was wir haben. 88,3000. Und in der Klammer sehen wir, was wir an Verdienst haben. Und jetzt mit Holz haben wir auch noch Unterhaltskosten. Die ganzen Sachen brauchen Holz in der, im Unterhalt. Also müssen wir jetzt eh Gas geben. So, da. Holz zu Lagerhaus. Einsetzen. Bitte, danke. Manu, fehlt eine Verbindung. Ja, das ist hier unten. Das ist okay. Nicht genug Arbeiter. Das ist klar. Das kommt jetzt gleich noch. Ah, ja, stimmt ja. Unser Personenzug müssen wir jetzt noch anpassen. Das heißt, Personenzug, du bleibst jetzt bitte auch noch hier beim Holzfällerlager stehen. Und fährst dann wieder retour. Dann können wir dich eigentlich gerade schon mal aufwerten. Zug bearbeiten. Aufwerten. Ah, das ist nicht das, was ich wollte. Auswahl Zug 1 erfüllt. Okay, wir brauchen ein... Ich muss ein neues Template dafür machen. Das heißt, wir nehmen Person zu klein. Zu kopieren. Hä? Nee. Sag mal, Personenzug lang. Personenzug lang. Die ST10, ein Kohletender und alles, was hier gerade geht. 160, 4, 200. Ah ja, gehen wir mal in Overdrive. Also nur zu lang. Schickt man den auf die Strecke und den anderen zurück. Personenzug einsetzen. Und wenn wir den anderen löschen. Wo ist er denn? Da ist er. Kann ich dich einfach löschen? Aber was auf Vorwärtsgang stellen. Okay. Schick ihn zurück ins Depot. Das kann als freie Fahrt genutzt werden, falls ein Zug feststeckt. Oder verkaufen. Ja, löschen. Sehr gut. Dann macht jetzt einmal seine Tour. Und dann kriegen wir dann hoffentlich bald Leute hier. Wir haben noch keine drin. Hier oben ist aber noch alles okay. Ja, 40 von 40. Alles happy. Die Leute hier sind außerweit glücklich. Naja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Fisch. Wie viel Fisch? Für den da braucht man Holz, was wir auch noch nicht haben. Okay, dann würde ich sagen, durch noch ein bisschen vorspulen. Muss jetzt mal der Personenzug hier bald mal kommen. Hä? Wo ist er denn? Ach, da. Sehr gut. Dann haben wir jetzt hier die Leute drin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 60 in der Minute. Und ihr seht, das Holz geht nach unten. Wir produzieren dazu wenig.
Andererseits. Ich könnte gerade noch. Ne, es geht eigentlich. Sehr gut. Also. Was hättest du gerne? Errechne eine Wohnzahl von 400. Machen wir doch. Neu Zürich. Braucht neue Häuser. Wobei jetzt erstmal die Fischerhütte. Das ist wichtiger. Perfekt. Und gerade Häuser hinterher. Naja, da fehlt uns das Holz. Wie viel geht denn? Was? 400? 600? 30 kostet das. So, da einmal Wasser hier. Sehr gut. 370. Ja, vielleicht schafft man. Vielleicht reicht es ja gerade schon. Cool. Wie viel Holz hast denn du hier? 40. Ah, da rentiert sich noch kein zweiter Zug. Wir könnten aber hier das Distributionscenter bauen. Kartoffelfarm. Ist das ein Bahnhofsmenü? Nee. Shit, wie konnte ich das jetzt nochmal bauen? Verteilerzentrum. 50 braucht es dafür. Sehr gut. Dann können wir jetzt hier Straßen bauen. Und dann bauen wir hier die zweite Industrie. Sägewerk. So, hier das gleiche wieder. Und wieder das Holzlager. Coole Sache. Macht natürlich ja doppelt so viel Arbeiter jetzt. 80, 120 Arbeiter insgesamt. Spannend. 120. Wie sind wir hier mit Auslastung? Ausgeruht. Das passt eigentlich. Wir haben keine Arbeit. Doch nicht. Kartoffelfarm sollen wir als nächstes bauen. Und einen Markt. In der Stadt. Was ist denn das? Wieso kommt das Menü dafür nicht? Ah, jetzt. Ein Markt und der Erwartung kostet $200 und 5 Holz. Und die Kartoffelfarm selber, ist die dann extern? Ist das hier so eine Industrie? Steinbruch, Dorfgemeinschaft. Oh nein, da Kartoffelfarm. Müssen wir auch noch irgendwo schlau platzieren. Und die Kartoffeln müssen wir hier reinbringen. Wo bauen wir das hin? Kartoffeln. Nachdem wir ja alles hier hinbringen müssen. Könnte man die eigentlich gerade hier irgendwo hinbauen? Macht ja zu den Loop. Aber da müssen wir. Oder man packt sie dahin. Und er fährt dann hier so retour. Ich glaube, wir bauen sie mal hier hin. Das heißt, wieder ein Bahnhof. Ja, komm. Würde ich mir so sagen. Kartoffelfarm. Arbeiter 40 Arbeiter. Kartoffeln produzieren Kartoffeln, um die Arbeiter mit Nahrung versorgen und sie gesund, damit sie gesund und glücklich sind. Ich bin Dörfer zu sehen, welche davon Kartoffellieferung profitieren. Ah. Also können wir das doch direkt in die Stadt bringen. Ich würde sagen, einfach mal ausprobieren dann. Yeah.
Erst Kartoffeln. 120 Kartoffellager. So, das jetzt irgendwie schlau verbinden. Was ist jetzt hier schlau? Wir könnten sagen, hier ist die Ausfahrt. Ah, blöder Rechtsklick. Fahren dann hier so rein. Und bei dem fahren wir hier so raus. Ich habe das Gefühl, das wird sich dann rächen. Also man kann natürlich auch Kopfbahnhöfe machen. Da macht man einfach da vorne hinten die Lokomotive. So, und dann hier wieder rein. Alles klärchen. Das heißt hier Ausfahrsignale. Und dann haben wir hier den Bereich dann gesperrt. Und hier noch Signale. Einmal so und einmal so hier. Okay. Und hier unten brauchen wir jetzt noch intelligente Signale. Einerseits hier. Hier. Und natürlich hier. Okay. Damit der Bereich hier immer schön frei bleibt. Coole Sache. Also, neue Linie. Eigentlich könnte man gemischten Zug machen. Personen und Kartoffeln dafür Zürich. Das probieren wir mal aus, ob das geht. Wir sind jetzt mal gemischter Zug hier. Gemischter Zug. Das wäre dann einmal die, einmal die. Ja, mal 80 mit. Und der Kastenwagen ist dann für Kartoffeln und so. Okay. So, entfernen. 150. Ja, das machen wir. Und eine neue Linie. Einmal von... Ist das Bahnhof 5 hier oben? Ja. Nach Zürich. Einladen, ausladen. Es ist die Frage, vorbeifahren, ausladen, Arbeiterwechsel. Ist aber da gleichzeitig ein und aus. Das ist die beste Methode, um Arbeitskräfte zu wechseln. Aha. Wir sagen jetzt mal, beiden Arbeiterwechsel. Halt die Bedingungen für verschiedene. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt so funktioniert. Dann nehmen wir Kartoffel Zürich. Ich weiß jetzt nicht, ob er bei Arbeiterwechsel hier Güter verladen tut. So. Kartoffel Zürich einsetzen. Mit dir fahren wir jetzt mal mit. Auf höchster Geschwindigkeit. Ach, der fährt zuerst zur Farm rauf. Okay. Kann aber nichts mitnehmen. Jetzt mal schauen, hat er Person mit? Ja, hat er. Und ich sehe gerade einen kleinen Fehler. Der hat keine Kohle. Wenn wir die Kohle da gar nicht hinbringen. Das muss mal kurz passieren. Das ist jetzt natürlich echt ein bisschen dämlich. Wir brauchen dann Kohlelieferanten an dem Bahnhof hin. Oder nach Zürich. Ah, na, Moment mal. Doch, in Zürich bringen wir ja Kohle hin.
Ah, okay, alles gut. Stimmt ja. Kriegt dann Süd seine Kohle. Okay, haben wir jetzt hier was drin? Nee. Dann braucht man hier noch eine Runde. 80, 90, 100. So, und da ist er wieder. Ja, er nimmt sich nicht mit. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Einladen, ausladen. Auswählen. Was ist, wenn ich ihm das zweimal gebe? Arbeiterwechsel und einladen. Die das Ein- und Ausladen von Arbeiten bei Verwängen in der Stadt oder im Dorf erlaubt, das ist so ein fließender Übergang. Ja, das ist klar. Gilt das eine einzelne Aktion? Ja, das ist klar. Und dann nach Neu-Zürich ausladen. Und Neu-Zürich entladen. Also ausladen. Ah, das ist ja schon drin. Und Arbeiterwechsel. 1, 2, 3, 4. Mal schauen, ob er es macht. Das wollen wir jetzt mal umbenennen. Kartoffelfarm. Sydney. So, bitte sei so lieb und mach das jetzt. Yes! Cool. Ich habe nämlich wirklich befürchtet, er macht hier nochmal seine D-Tour. So, hier brauchen wir nur den Markt jetzt. Das sollte halbwegs zentral sein, dass überall die Leute hier hinkommen. Machen wir mal hier hin. Ja, er kommt nicht ran. Gut, dann werden wir das Haus da unten... Wobei, wir können ja mehr als einen Markt bauen. Kostet ja von da jedes Mal 5 Holz. Im Unterhalt. Jetzt haben wir hier noch so Deko-Elemente. Da können wir die Stadt noch aufwerten. Und wir haben de facto nur noch 5 ausgeruhte Arbeiter. Das ist ein Problem. Nicht genügend Arbeiter. Die Einwohner sind unglücklich. Effizienz liegt unter 100%. Ja, dann bauen wir hier mal Häuser. Die schönste Stadt wird es hier nicht werden. Was? Dir gehen die Güter aus. Denk daran, Bauwerke benötigen Wartung. Vergewissere dich, dass die Produktion höher ist als dein Verbrauch. Aha. Also wir müssen mehr Holz produzieren. An dem soll es aber nicht scheitern. Hier hinten nur Wasser. Okay, dann meint es jetzt noch mehr Arbeiter. Was wir jetzt hier sehen, ja, Produktion haben wir 60 und Wartung verbrauchen wir 67. Oder lieferst du nicht einfach genug? Den fehlt es an Arbeitern. Machen wir dann einen zweiten Personenzug. Also hier sind es 40. 80, 120. Ich glaube, wir schicken da noch mal einen zweiten Personenzug raus. Personenzug. Lang. Bauen. Danke. Auf Personenzug 1 einsetzen. Ich glaube, das dann besser wird. Ja, und der Kniff ist halt, dass das ganze System halt immer komplizierter wird und immer mehr Züge reinkommen. Und die Leute brauchen noch immer mehr. Und es wird dann halt so eine Challenge. Also mir macht Spaß. Es kommen danach neue Lokomotiven und so. Ich glaube, da werde ich noch ein bisschen reinspielen.
Hat ein bisschen ein Retro-Sphäre. Das Coole ist, der Art Director, also das ist ja ein Ein-Mann-Projekt. Der hat vorher bei Factorio gearbeitet. Und man sieht so ein bisschen leicht so im grafischen Design. Wird es hier besser, Neu-Zürich. Ja, sehr gut. Cool. Ja, das war's mal mit der ersten Folge vom Angezockt. Schreibt es mir mal unbedingt in die Kommentare, was ihr von dem Spiel so hält. Ob ihr da noch vielleicht noch mehr Episoden sehen wollt. Und gibt's ab jetzt im Steam Store im Early Access. Bis dann, euer Kabura.